Hallo, liebe Leute, grüße zum Tipp des Tages von Ludger Winter. Heute eine IT-Firma gründen. Ich erläutere das mal, dass sich das doch noch lohnt, jetzt in 2015. Also, liebe Leute, grüße zum Tipp des Tages. Heute eine IT-Firma gründen, Webdesigner werden oder sowas. Ich bin ja auch schon länger tätig, aber habe fast noch gar nichts erreicht, weil ich nichts gemacht habe. Jetzt lerne ich ein neues Programm und hat eigentlich die Hoffnung aufgegeben, dass man damit großes Geld verdienen kann, weil jetzt man hört überall von Krise, Arbeitslose, Akademiker und so. Aber jetzt habe ich den Nachrichten gehört vor kurzem, gerade im Fernsehen, ich weiß nicht wo, für 2015. Jetzt haben wir gerade Februar. 2015 wollen 80% aller IT-Firmen in Deutschland und Österreich Leute einstellen. Also denen geht es gut. Die haben gute Aufträge, 80%. Und es lohnt sich anscheinend doch noch da tätig zu werden. Ist auch für mich ein bisschen Ansporn, dass ich da ein bisschen mehr mache. Und es lohnt sich anscheinend doch, wenn 80% aller IT-Firmen Personal einstellen wollen für dieses Jahr, dann kann es gar nicht so schlecht gehen, wie man meint. Das war mein Tipp. Zu studieren und eine Stelle zu kriegen, ich weiß nicht, wie leicht das ist, aber ich dachte, das wäre auch schwer, aber wenn 80% aller Firmen Leute einstellen, dann kann es gar nicht, eigentlich nicht so schwer sein, eine Stelle zu kriegen. Okay, das war jetzt der Tipp für 2015. Obwohl seit ein, zwei Jahren hieß es, es gibt so viele und so viele arbeitslose Akademiker und so. Aber es scheint ja doch nicht so zu sein. Wenn 80% aller Firmen, IT-Firmen, noch Leute einstellen wollen dieses Jahr, muss es ja eigentlich gut laufen. Okay, muss auch ein bisschen mehr tun. Vielleicht kann ich dann auch welche einstellen. Okay, ciao Kakao. Könnt ihr euch selbstständig machen, nebenberuflich anfangen und dann langsam aufbauen. Okay, tut was Leute. Jetzt hat einer angerufen wegen Fliesenlegen bei mir. Bin 18 mal raus und der ist auch Webdesigner. Naja, man muss was tun. Ohne tun kommt nichts da. Okay, ciao Kakao und bitte abonnieren.